Ei. Ich hatte doch genug Frösche für heute und da ist eine Robbe. Schön einschlafen. Au, 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 au. Darf ich mal wieder was machen? Schön ausgewichen, obwohl ich es nicht wollte. Oh, what? Wo bist du denn auf einmal hin? Gedash. Anscheinend weg. Ganz einfach. Verschwinde, Bus. Ah, rechts und links. Überall. Sachen. Kann halt schwimmen. Ist es eingefroren? Ich kann es halt trotzdem machen. So, was passiert? Wird es eingefroren? So halbwegs. Und ich kann hoch. Ich würde gerade herausfinden, was man mit diesen Bällen überhaupt machen kann. Das ist anscheinend jetzt wirklich immer dasselbe. Ha. Keine Ahnung, was ich damit machen kann. Nicht, dass ich einen Schneeball bauen müsste. Ja, Level 33 sind wir schon mal. Angriff und Abwehr, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, kommt hoch. Die kann ich schon mal nicht runterschieben. Was ist das denn? Das ist Betrug. So, dann wollen wir mal hoch. Kurzer Zwischenstopp. Das habe ich nicht verpasst. Ach, der Dash zu einem hin, um einen zu protecten. Ah. Blockschoko. Wird nicht passieren, aber viel Glück. Die Zeit zählt ja auch dazu, ne? Nein, okay. Aber die Aktivierung dauert sehr lange. Wenn es wirklich nur die drei waren, war eigentlich... Wenn ich was anderes außer Ballonra hätte... Mehr AOE... Vielleicht... Sowas wie Antigravsa... Und dann einfach rauf... I don't know. Portale muss ich ja leider machen. Ob ich die Bonusmission schaffe oder nicht. Ist davon ja unabhängig. Ah, hier hätte ich sowieso aufgehört. Okay. Dann sammeln wir erstmal diese Kiste ein. Gerade nur keinen Bock gehabt, darunter zu gehen. Schon wieder Frösche. Warum? Nicht, dass ich die eigentlich geil finde. So auch diese Prinz Kyrie-Geschichte, aber... Warum in diesem Video auf einmal wieder Frösche? Das ist wieder was zum Aktivieren gewesen. Nicht schlagen, Kiste öffnen. Eistraumtüte, hier komme ich halt nur weiter, wenn ich es aktiviert habe, wahrscheinlich. Sicher kann man da eh nicht sein. Moment. Wollte schon sagen, von hier bin ich doch gekommen. Dann war das schon mal zu aktivieren. Das heißt, ich müsste dann da runter, ne? Okay.
Keine Kiste. Nur Gegner. Und da ist was Neues zum Aktivieren. Ich weiß nicht, ob ich das oder das andere jetzt gesehen habe. Das ist einfach, dieser Rhythmus. So, dann wollen wir mal. Damit wir dort auf weiterkommen. Der war auch irgendwie einfach. Diese Welle hoch und runter war irgendwie schwerer. So, lass mich ran, jetzt tauchen hier auch noch Gegner. Oh, Plattform. Wozu? Keine Ahnung. No, ich bin eingefroren und krieg auf die Fräse. Ah, hier muss ich anscheinend immer mit freiem Fluss kämpfen. Ah, nochmal. Bald kommt Tweedy raus. Das ist feine Mix. Ja, ich freue mich. Wow. Hä? Ich hab locker drauf gedrückt. Das sah etwas schwerer aus, als es war. Irgendwie. So. Die Kiste noch einsacken. Hallo, einsacken. Bonbonbrille. Und dann ist die Frage mit dem. Ah, irgendwo da unten, okay. Da muss ich jetzt leider noch mal ein Gebiet öffnen. Oh. Genau da will ich hoch. Ach, komm schon. Genau da darf ich ja jetzt vorbei. War ja vorher nicht der Fall. Ich will ja alles mitnehmen, was einfach zu holen ist. Und weil vielleicht neue Gegner da sind. Dass hier keine Gegner sind, wundert mich. Deswegen sind hier auch die Plattformen. Weil ich noch kein Gleiten habe. Das ich jetzt wahrscheinlich hier bekomme. Hoffentlich. Hoffentlich. Oder es kommt darauf an, ob ich jetzt neben der Wand bin oder nicht. Eigentlich will ich unten landen. Holy. ich war wieder in der Animation. Ich falle, aber ich bin auf dem Boden. Nein, meine Erinnerung. Oh, die kommt hoch. Oder die Laune war es, okay? Immer noch kein Gleiten. Ja, dann kann man nochmal speichern. Wir sind Level 33. Nicht gut. Okay, das ist das, was ich finden musste. Passiert mir jeden Morgen. Wir lernen kein Gleiten, wir haben es einfach schon.
You waiting for me? Yes. The boy chosen by the Keyblade, Riku. What? It was yours first, wasn't it? But you succumbed to the darkness you could not control. And your prize, the Keyblade, passed on to Sora instead. Your mistakes always end up being other people's problems. Maybe so. But I'm here to change all of that. Once again, you performed predictably, although on a grander scale than I imagined. If you're feeling so chatty, let's skip to where you reveal what this is all about. I don't know how you did it, but you really have found a way to trap darkness inside your heart. And a boy who's immune to darkness is of no use to us. Well, there's some good news. Your abyss awaits. Diese Stelle. Ich werde hier mindestens zweimal verrecken, gefühlt. Ja, ich wusste, da kommt irgendwas an. Okay, die verfolgen einen. Na, nicht ganz. Die AP hätte ich gerne einsammeln sollen. Oder... Nee, okay, das war doch nicht das, was ich denke. Oder dachte. Es ist halt wirklich nur, man muss von vorne nach hinten. Okay. Die AP hätte ich wieder einsammeln sollen. Manche verfolgen einen, manche nicht. Okay. Ich sehe nicht, was er macht. Okay, anscheinend brauche ich noch einmal. Zwei AP-Leisten hat er verloren, er hat noch einen. Mal gucken, wie viele kommen. Irgendwie habe ich den Kampf anders in Erinnerung, oder ich verwechsel es gerade mit irgendeinem Kingdom Hearts von denen, oder? Ich glaube, diese Figur hatte man sonst nicht schon mal so. Wie wird man die bewusst? Drehen anschauen. Eieiei. Don't lie. Und drehen könnte ich die HP jetzt nicht unbedingt nehmen. Die HP sind auch nicht zu mir gekommen. Was? Eieiei. Bitte nicht. Kein Bock, das Ganze nochmal zu machen. Geht doch. Der Kapazität. Hatte Riku vorher weniger als Sora? Ich glaube ja, ne? Ich könnte keinen Zweier-Slot drin haben, obwohl ich Wecker dreimal Balloonra und zweimal Heilzauber drin hatte. Ja, Sora hatte schon einen Slot mehr. Thank you, Riku. Say, can we try out that sound idea? Oh.
Mensch, auf das kleine Detail hättet ihr achten können. Das war sogar zuerst. Es hätte irgendwie vorher auftauchen müssen. Sonst habt ihr doch immer drauf geachtet. Was amazing. What happened? Sora. Sora? Funny. Just hearing that name kind of makes me want to smile. Yeah. That's how he is. What do you know? Riku and Sora. The sound ideas you two set free joined together. And when they did, they made a great and powerful harmony. Sora can find the brightest part of anything and pull off miracles like there's nothing to it. It's pretty hard not to smile around him. Wow! No wonder the music sounded like so much fun. But I bet he's got you to thank for that. Having such a good friend means he could really enjoy it. Huh? It's like each of you is holding on to a little part of the other. Your hearts are always in tune, so they're free to sing. Gosh, I hope I can be part of the team someday. You will. Trust me. Tja. Was? Das war schon. Das war wirklich der Boss? Wow. Okay. Sag ich jetzt nur eins zu. Ab zurück in diese Welt und das letzte Portal machen und vielleicht noch ein bisschen leveln. Bevor man dann rüberstürzt. Beziehungsweise sich das angucken, bevor man flinke Flitzer startet. Ging jetzt irgendwie schneller. Master Yen Sid? Gosh, do you think he'll be able to do it? It's clear you cannot teach a cat to bark. But Merlin and the three good fairies are aiding him in a place that's more temporally flexible. My hope is that he can at least learn to wield it. He certainly has fire, so I suppose it depends now on how strongly it burns. Oh. But what about Sora and Riku? Well, if we are running on the assumption Xehanort knew what we were planning, then he still would need to have been there. Back in the very place and time when the Destiny Islands were lost to darkness. Otherwise, Sora and Riku would have been beyond his reach. Gee, do you really think it's possible Xehanort could have planned things that far in advance? No, as a matter of fact, I do not. But what if he did the same thing as Sora and Riku did, and he jumped through time? For that to work, a version of himself would have had to exist at both source and destination. Not even Xehanort can transport his whole body across vast reaches of time. Oh no. I remember Xehanort did give up his body. It was a version of him that was possessing Riku. No, it cannot be. Could he be that cunning? Possess that kind of foresight? If it's all right with you, can I go help Sora and Riku out? How? You cannot enter the world of a dream. Where will you go? If Xehanort really is behind all this, then they won't stay in the dream worlds forever. Eventually, they're gonna reappear somewhere that we can go reach them.
And we can even probably guess the place. Follow the hearts, and you'll find the way. That's something Master Aqua told me once. Oh, 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 Aqua. Kaneki! We're going too! Aw, fellas, you're my best pals. But this time, I really do need to go it alone. The dangers are greater than anything we've ever faced before. If something were to happen to Sora and Riku and me, why, you'll be the only ones left to keep this world safe. Mickey, I was not able to locate Sora. But I sense Riku's presence in the realm between. Trust your heart, and I know you will find him. Thank you. I promise I'll bring them both back safe and sound.